So, da bin ich schon wieder zurück. Ich sage ja, ich bin ja auf Twitter nur am Rumgucken. Wir haben jetzt ein neues Gameplay gefunden. Wundert euch nicht. Das Gameplay läuft jetzt paar Mal durch, weil hier sind so viele Sachen, die einfach jetzt komplett neu sind. Punkt 1, guckt euch mal die Lebensanzeige an. Rechts daneben, was sind diese 50 Schild? Soll es das Blue Life sein? Wir können es ja alle jetzt nicht sagen, weil das Problem ist einfach, wir können nicht selber nachgucken. Dann achtet mal auf diese Sprint-Animation. Also wir haben jetzt anscheinend eine Sprint-Animation, wo wir halt wirklich so einen Super-Boost haben, sagen wir jetzt einfach mal. Ihr seht es gerade, es lädt auf. Jetzt sprintet er. Jetzt ist Sprinten aus. Jetzt lädt sich das Sprinten langsam wieder auf. Und jetzt kann er wieder sprinten. Man kann es auch abbrechen, aber dann dauert es wieder, bis es auflädt. Also ich sage ja, das Gameplay wird sich komplett ändern. Dann bauen, wissen wir ja schon, ist nicht drin. Dann haben wir noch weitere Sachen gefunden. Warte mal, wir müssen wieder ins Gameplay rein. Komm, mach schneller. Ihr seht es oben rechts auf der Map. Achtet mal auf die Minimap. Wir haben jetzt verschiedene Zonen auf der Map. Ich habe das ja bei Twitter schon vorher ein paar Mal gesehen. Was diese Zonen aber genau machen, kann ich euch wirklich jetzt nicht so sagen. Ich habe nur bei Fortnite, also bei Fortnite auf der eigenen Seite gesehen, dass du irgendeinen Turm unterstützen sollst mit Barren und so. Wahrscheinlich gibt es jetzt mehr Barren, weil er hatte selbst schon 117 Barren, was eigentlich schon fast zu viel ist für eine normale Runde. Es waren zwar auch nur noch 17 am Leben. Und ihr seht unten die neue Pump, also was heißt neue Pump, die alte Trommelpump, die eigentlich früher viel zu heftig war, wo du nur durchraschen konntest quasi mit. Dann den Bunsenbrenner, was es damit auf sich hat, vielleicht Panzer bearbeiten. Ich kann es euch echt nicht sagen. Es sind so viele Fragen offen, aber ich sag ganz ehrlich, Fortnite wird sich komplett ändern. Das war es jetzt eigentlich erstmal so mit dem Video. Wir versuchen immer noch, ich bin ja immer noch live, wir versuchen immer noch alles Mögliche rauszufinden. Und in dem Sinne auf jeden Fall, ich denke, es geht bald los. Und in dem Sinne, haut rein.